Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead im letzten Part, nehme ich mal an. Clementine soll die Tür öffnen. The way out's through there, Clem. I know. Nimm den Stuhl und stell dich drauf. Use it to reach in to the lock. He's trapped. This'll be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Dann nimm dir doch den Baseballschläger. Ach so. It's on the ground. Get them. Okay, Lee. Clementine ist so ein süßes, braves Mädchen, ey. Und so mutig und lernfähig und so ein tolles Mädchen. Und jetzt hat sie sich so an Lee gewöhnt, dass sie wahrscheinlich hätte sogar mit ihm für den Rest ihres Lebens leben können, wenn er nicht gebissen worden wäre. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Lee. You can do it. Ja, du schaffst das schon. Komm. Sei mutig. What should I get first? Keys, in case you have to make a run for it. Nein. Scheiße. Get him. Get him. Den Dingsschläger. Grab it. Watch out. Du bist stark, Clem. Ich könnte mich verwandeln, Kleines. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. That mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweetie. And now you. Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee. No! It's okay. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them.
I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Vertrau niemanden. Such dir eine Gruppe. Finde Omid und Krista. Find Omid and Krista. They're outside of town. By the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Halte dich von den Städten fern, bleib immer in Bewegung und immer schön die Haare schneiden. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, ich will ihr noch mehr sagen können. Ich will ihr sagen können, dass sie sich von der Stadt fernhält. Ich will ihr andere, das andere sagen. Ich. What? What is it? No, don't worry. All right. Du schaffst das schon, hab keine Angst. Don't be afraid. Sag ihr doch, dass du sie liebst. Sag's ihr doch. Komm, sag ihr, dass du sie liebst und dann... Mann. Oder ist das Schwachsinn, was ich hier gerade rede? Tut mir leid, es ist... Oh, Leute. Wie kann man so einen abrupten Scheiß jetzt hier reinbringen wie eine Statistik, ey? Was soll ich sagen? Ich bin ehrlich, ich habe schon wieder wässrige Augen gekriegt. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach so ein bewegendes, trauriges Spiel, das, ich weiß nicht, das... Man kann es halt nicht verhindern, was Lee passiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man sagt, Clementine, komm, geh, statt erschieß mich. Ich finde nur, das ist so ihre Angst. Wahrscheinlich, nachdem sie ihre Eltern dann auch noch als Walker gesehen hat, hat sie wahrscheinlich Angst, auch noch Lee irgendwann als Walker mal zu sehen. Und bevor sie das dann noch sieht, die Menschen, die sie über alles geliebt hat, die dann als Walker zu sehen, kann sie vielleicht auch selbst sie als Kind vielleicht besser damit abschließen zu wissen, ey, dass derjenige normal gestorben ist, dass derjenige das wollte und dass man demjenigen nicht irgendwann mal zufällig auf einer Straße begegnet, das muss doch noch viel mehr Wunden aufreißen, als zu wissen, derjenige hat irgendwie normalen, in Anführungszeichen, Tod, wurde erschossen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Verzweiflung, Lies Arm entfernt. Du und 28% der Spieler den Arm behalten. Boah, echt? Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht genau, wie gut, wie schlecht das jetzt ist, wenn man es macht, wenn man es nicht macht. Außer, dass ich ja im Kommentarbereich gelesen hatte, was es so für einen Unterschied so ein bisschen gibt. Aber so richtig schlau draus geworden bin ich jetzt nicht. Ich frage mich, ob wir am Ende, um Clementine noch ein paar Sachen zu sagen, etwas mehr Zeit gehabt hätten. Das frage ich mich und dann hätte ich den Arm entfernt, egal wie schwer es dann gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, ich könnte so ein bisschen aufhalten, ein bisschen mehr Zeit wenigstens gewinnen, das wäre vielleicht auch von Vorteil. Konsequenzen, Beherrschung verloren, du und 25% der Spieler ruhig mit Kenny diskutiert. Okay, ich bin also jemand, der eher versucht ruhig zu bleiben, vielleicht aber auch gerade in diesem Spiel, vielleicht bin ich in Wirklichkeit auch anders, aber in diesem Spiel
denke ich, hat das immer so starke Konsequenzen, wenn man halt ausrastet und so harsch ist. Das hat mir das Spiel halt, finde ich, so von Anfang an beigebracht. Also habe ich halt immer versucht, natürlich ruhig zu bleiben, statt laut zu werden. Ob das gut oder schlecht ist, das kann ja jetzt jeder von euch selber beurteilen. Entwaffnet, Waffen aufgegeben. Du und 59% der Spieler nach etwas gegriffen. Wie? Also in was für einer Situation jetzt? Weiß ich jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. War das jetzt das am Ende, wo er da nach was gesucht hat, mit für Clementine oder was? Keine Ahnung. Fremder, Clementines Entführer getötet. Nee, das muss ja noch früher gewesen sein. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Situation das jetzt war mit dem Entwaffnet. Oder ist damit gemeint bei dem Entführer, dass wir doch da, sollten wir doch lügen oder nicht lügen? Ja, irgendwas da wird aber jetzt mit gemeint sein. Fremder, Clementine ins Führer getötet. 57% der Spieler klemmen den Fremden töten lassen. Ja, da bin ich ja ganz gut dabei mit den anderen. Weiß gar nicht, wie hätte es denn sonst ablaufen können sollen, keine Ahnung. Du und 63% der Spieler ließ sich nicht wandeln lassen. Ließ Wandlung gestoppt. Abschied, wie ließ Wandlung gestoppt? Der wäre doch so, oder nicht? Ach so, nicht wandeln lassen im Sinne von ihn töten. Ja, die Masse hat sich gesagt, nee, komm, Clementine, das musst du jetzt machen. Den musst du jetzt erschießen, damit er halt nicht ein Zombie wird. Wahrscheinlich auch aus Gründen von Sicherheit für Clementine. Es geht ja nicht nur um die psychische Belastung, dass sie da den weiter rumlaufen lässt. Ich meine, es ist natürlich auch eine psychische Belastung, denjenigen dann zu töten, aber es geht auch um die Sicherheit von Clementine, wenn du ihn halt natürlich tötest, dann, oh, Lilly. Boah, Alter. Geht halt auch einfach darum, dass der ja sie auch wieder angreifen könnte und die steckt da unten drinne. So, das zu der Statistik. Gibt's hier noch ein Ende? Dann drücke ich jetzt Start. Wenn ja, dann sehen wir's jetzt. Du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm ins Gewissen geredet. Du hast seinen Sohn getötet. Damit er es nicht tun musste, er starb beim Versuch, Ben zu retten. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Du hast versucht, ihn wiederzubeleben. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Das stimmt alles. Das mit Kenny ist natürlich. Ja. So war das. Du bist in Crawford für Ben eingestanden. Ben stürzte in eine Gasse in Savannah in den Tod. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Du hast ihr zugestimmt, den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigungen verteidigt. Sie wurde von Lilly getötet. Christa, du hast ihr geholfen, auf den Zug zu kommen. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Du hast sie und Omid gebeten, auf Clementine aufzupassen. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Und da tötet natürlich der kleine Duck. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlimm ist, dass ich die Namen jetzt die ganze Zeit nicht genannt habe, aber ihr hättet ja mit mir, oder ihr könnt ja mit mir mitlesen. Ja, jetzt ist vorbei. Ihr wisst, was ich meine. Du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Es sind so viele gute Menschen gestorben. Liebe, unschuldige Menschen sterben bei diesem Spiel wegen scheiß fucking Walkern, die die ganze Welt da bevölkern, und man musste in diesem Spiel schwierige Entscheidungen treffen, sehr schwierige Entscheidungen treffen, die über Recht und Unrecht, Freundschaft, Vorräte, Sicherheit, Überleben, über alles Mögliche entscheiden können. Nach wie vor finde ich The Walking Dead eines der besten Spiele, die es so gibt. Oder sagen wir, eines der besten Point-and-Click-Spiele, die es gibt. Ich bin ein großer, kleiner The Walking Dead-Fan. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses LP mit mir zu durchleben.
Ich finde das sehr emotional. Das merkt ihr auch an mir. Ich rede hier ganz ernst vor mich hin. So ernst sehe ich das jetzt natürlich auch nicht. Aber ich bin schon ein sehr mitfühlender Mensch. Und wenn ich mich auf Spiele so richtig einlasse, dann kann das halt auch mal vorkommen, dass ich irgendwie mal gar nichts sage oder mich einfach nur beeindrucken lasse von schönen Bildern oder traurigen Szenen. Und ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das Spiel spielen und sich dann darüber lustig machen oder das irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde, das ist total menschlich und herzensnah, dieses Spiel. Und deswegen wollte ich das unbedingt gerade auch so Leuten auf meinem Kanal vorstellen, die das Spiel vielleicht jetzt noch nicht kennen. Ich weiß nicht, wie ihr alle Entscheidungen so insgesamt von mir fandet, ob ihr findet, dass ich das gut gemacht habe oder ob ihr mir da ähnlich seid oder gar nicht wart. Ich habe das jetzt so gemacht. Vielleicht würde ich das nächste Mal, wenn ich das Spiel spiele, hier und da ein paar andere Entscheidungen treffen, aber manchmal ist die Zeit so knapp, dass man nichts machen kann. Genauso mit dem Gamepad, die Zielung. Manchmal habe ich halt daneben geschossen. Was heißt manchmal? Ich brauche dann doch immer mal einen zweiten Versuch. Das war nicht so einfach, aber weißt, das sind alles so nebensächliche Sachen, finde ich, bei so einem Spiel irgendwie. Das geht ja darum, dass man Spaß hat oder dass Spiele einen überhaupt berühren können. Und das, finde ich, ist das Besondere an diesem Spiel. Und da ihr ja jetzt höchstwahrscheinlich die Story miterlebt habt, will ich auch einfach mal aufhören zu reden und die letzten Momente über Kenny und Clementine auf euch alleine wirken lassen. Und Gott, ich hoffe ja so sehr, dass Krista, Omi, Clementine, dass da im nächsten Spiel, in der zweiten Staffel, dass da die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, nicht zu negativ irgendwie auf sie wirken. Und nimmt's mir nicht übel, dass ich am Ende gesagt habe, und Clem, schneid dir immer die Haare. Das war einfach so süß. Das war einfach so, von all den Antworten, die es da gab, da dachte ich so, ja komm, das wird sie halt immer an ihn erinnern, dachte ich. Und klar, es ist wichtig, dass sie von Städten fern bleibt und so, aber vielleicht lernt Clementine das auch selber. Und hier sehen wir sie nochmal. Ob das am Ende Krista und Omid waren, das weiß ich nicht. Das werden wir in der zweiten Staffel erfahren. An dieser Stelle sage ich nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Und als nächstes werde ich 400 Days LPen und daraufhin höchstwahrscheinlich irgendwann demnächst dann schon die zweite Staffel besitzen, denn die kommt am 24. Oktober kommt die, glaube ich, auf Deutsch raus und dann werde ich die wahrscheinlich Anfang November oder so dann LPen oder so, irgendwie so um den Dreh wird das dann wahrscheinlich kommen. Aber 400 Days wartet schon auf uns. Würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei seid, denn die ganze Geschichte von The Walking Dead ist noch nicht vorbei.